meine Guten, um 3.15 Uhr morgens habe ich nochmal getan. Ich habe mir nochmal eine volle Garnitur Getränke gemacht, inklusive Kaffee. Gut. Ja, ich finde das gut. Wir machen hier nochmal ein bisschen was. Ich wollte hier heute ja eigentlich nichts machen. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann soll das auch nicht umsonst sein. Dann wollen wir hier einfach nur nochmal ein bisschen Sand vergraben. Was ich hier oben mit der Ecke mache, habe ich noch keine Ahnung. Gebe ich zu. Der Rest hat schon irgendwie eine Bestimmung. Na ihr? So. Haben wir noch Bruchstein dabei? Denn, oh ja, wir haben eine Menge Bruchstein eingesammelt. Dann werden wir hier auch noch mal ein bisschen, weißt du was, komm mal her. Geht ja eh in die Binsen, das Zeug. Aber weißt du, ehe ich das mache, mache ich mal lieber Folgendes nochmal. Also, hier haben wir Eisen ohne Ende. Eisen. So, dann, Entschuldigung, Horsti. Aber so hört sich das für mich an, wenn Österreicher Eisen sagen. Eisen. Oh, ich habe eine Phantommembrane wieder. Alter, die Katze, ne? Die Katze. Okay, dann haben wir hier noch Pferdchen. Stein. Da ist es grau. Wehl. Ja, den könnte man hier unten noch mit reinpacken. Davon können wir ja auch nicht genug kriegen. Glaube ich mal. So, wir könnten auch noch Beton machen. Block of Coal. Ja. ich pack den Block of Coal hier erstmal rein. Entschuldigung. Ja. Gut. Super. Irgendwo muss ich auch noch mal was mit der Charcoal machen. Was jetzt auch mal wichtig ist, ehe ich das vergesse. Volle Rüstung. Olle Rüstung. Oh, die Stiefel sind schon auseinandergeflogen. Das ist ja interessant. Olle Rüstung. Zack. Einmal einschmelzen, bitte. Olle Rüstung. Zack. Einmal einschmelzen, bitte. Und dann machen wir uns mal die komplette Rüstung neu. Wir brauchen Dia-Rüstung. Eindeutig. Aber woher nehmen, wenn ich stehlen? Und da wir hier nicht auf dem Multiplayer-Server sind, kann ich sie nicht stehlen. Ich stehle auch auf Multiplayer-Server nicht. So, jetzt habe ich nur noch 27 Essen am Start. So und so. Und wir sind wieder schön eingekleidet und beingekleidet und so weiter und so fort und so heiter und so pupeiter und weißt du nicht. So. Aha. Block of Coal, Block of Quartz. Hier war jetzt nichts mehr, was wir noch nehmen könnten. Ja, wir haben nicht mal Netherrack. Ich finde das irgendwie schrecklich. Oh, da haben wir ein Iron Nugget. Und da haben wir noch ein Iron Nugget. Nicht die Welt. Aber immerhin eine Sechstel Laterne oder so. Nee, eine Achtel. Eine Viertel Laterne? Ja, ich glaube eine Viertel Laterne. Keine Angst, ich kann schon nicht mehr rechnen. So. Dann mache ich doch mal den Weg da oben nochmal, weil irgendwann muss es ja mal gemacht werden. Wann, wenn nicht jetzt? So. Dann Grabi, Grabi, Grabi. Ob dieser Baum hier oben jemals wächst? Wenn nicht, dann hauen wir da einfach wieder eine Akazie hin. Das bricht zwar komplett mit dem Stil und es bricht mir das Herz, soweit ich sowas hab. Okay. Ich baue nur mal diesen 64er Stein weg. Und dann
Ja, was machen wir denn dann? Gehen wir rüber in die Mine Keoschheim. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo hier in der Nähe Schwarzeichen sind, wäre das schön. Dann könnte ich auch mit Keoschheim anfangen, obwohl ich habe da noch keine Planung irgendwie für seine Menschen. Wird wahrscheinlich so ähnlich werden wie das Haus auf Raspoales Insel. Ich bin ein ziemlich einfallsloser Gesell. So. Glaubst du nicht? Kannst mal glauben. Jetzt haben wir noch 10 davon. Oder wollen wir noch weiter bauen? Ich meine, wir haben hier noch einen 64er. Na gut, komm, wir bauen den weg. Vielleicht schaffen wir ja noch die volle Runde. Gibt noch einiges hier zu bauen an diesem Teil. Machen wir es mal so weit. Und? Du nervst. Aber sowas von. Hund! Hundig! Hör auf! Böser Hund. Böse Katze. Warum machen die das immer? Ja, also mich würde es wundern, wenn da nicht im Java-Code irgendwie von Minecraft so eine Schleife wäre. Forever du nerven. Erneu. If not, while not dead, while not dead, do annoy. Ja, sowas. Ah, warte. Ah, fuck. Ja. Ah, wir müssten auch viel drüben im Nether noch machen. Fällt mir gerade so ein. Wir brauchen nämlich Lohenstäbe und so ein Quatsch. Ich möchte gerne Enderkisten haben. Und multiple Braustände. Katze. Ist so ein verrücktes Ding, ey. So, 1, 2, 3, 4, geh weg. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und den Rest werden wir für immer vergessen und ewig vorbeilaufen und sagen, muss noch gemacht werden. Genau. Das auch. So, dann lass uns mal schauen, was wir hier so auf Tasche haben. Jede Menge Erde. Noch vier. Oh, wir haben noch ein 64er Eisen. Das ist ja unglaublich. Also haben wir mehr als ein 64er Eisen da unten rausgeholt. Ja. Kam mir so ein bisschen auch so vor, aber ich wollte es dann gar nicht glauben. Jetzt guckt ihr das an. Jo. Und gleich noch ein 64er hinterher. Und die kommen da rein. Ja, genau. Okay, alles klar. Alles getan. Alles super. Irgendwie noch was in den Öfen hier. Nee. Aber wir können hier oben mal, einfach weil es so lächerlich ist. Es geht schnell. Das holen wir uns gleich raus und fressen das auf. Ich glaube, ich habe einen 64er Hühner irgendwo drüben in der Essenstruhe. Stimmt das? Erinnere ich mich da richtig? Nö, 64er ist es nicht, aber es ist ein erklärlich Maß. So. Soll ich jetzt wirklich in die Mine mit den Tieren gehen? So, ich überlege mir, ob ich reiten soll, aber ich glaube, ich kann gar nicht reiten, weil wir hier keinen vernünftigen Weg haben. Ja, das wäre mal eine Aufgabe für nächstens, dass wir hier mal eine Straße rüberbauen zur Mine und damit auch nach Keoschheim.
Sollte ich jetzt irgendwo am Horizont Schwarzeichen sehen, ja, dann werde ich tatsächlich schon mal Schwarzeichen fällen und pflanzen drüben bei Keoschheim. Denn eigentlich war heute auch Keoschheim angesagt, aber das Ding ist, ich habe ganz einfach keinen Plan so richtig, also wegen halt der Schwarzeichen, die fehlen. Jetzt wird Keosch sagen, ach, muss doch nicht unbedingt Schwarzeiche sein, kannst das auch aus Blues machen und ich dann so, ja, schönen Dank. Ziemlich zerklüftet hier, also wenn wir hier eine Straße bauen, das wird einiges an Arbeit kosten. Also Spruce haben wir hier drüben bei Keoschheim genug. Und guck mal, wie schön bunt die Schafe sind. Ich muss demnächst noch grüne Farbe und so weiter und gelbe Farbe bringen. Dann machen wir hier eine schöne Regenbogenkultur. So. Okay, und die Pferde hier drüben sind auch noch alle unsere. Irgendwann. Ich will da mal runter gucken. Was ist das? Sind wir da schon gewesen? Interessiert mich jetzt erstmal eine Wurst. Ich bin jetzt mehr darauf aus. Oh, sitze ich überhaupt nah genug dran? Ich darf nicht vergessen, dass ich noch Kaffee und Tee am Ziehen habe in der Küche. Wie lange bin ich? 11 Minuten. Okay. So lange soll der eigentlich gar nicht ziehen. Okay. Der Kaffee wird kalt und der Ingwertee wird nur stärker. So, wir bauen hier mal ab. Lass uns mal hier einen schönen bisschen Minenräubern machen. Und in der Mine möglichst weit nach unten kommen. Wollen wir mal sehen, wie weit diese Mine... Alter, ich habe schon wieder mal meinen Safe Room etwas unsafer gemacht. Etwas? Alter, nee, ne? So, das ist also... Ist das hier der... Das ist der Minenraum. Ja, genau. Oh, fuck. Wir zerlegen hier gerade den Minenraum. Das ist nicht gut. Und den Hauptraum, meine ich. Aber hier oben bin ich schon gewesen, wie es aussieht. Ich bringe mal Sand hin. Ich glaube, ich sollte die Tiere erstmal irgendwo hinsetzen. Oha. Unerkundetes Gebiet. Ah. Da geht's runter. Das ist geil. Da ist eine Säulenhalle, nicht geil. Jetzt habe ich die Katze gar nicht geheilt. Fuck, das wollte ich eigentlich drüben auf Honky Island machen. Das war eigentlich die Hauptbewandtnis, weshalb ich überhaupt da war. Mach hier mal die Säulenhalle weg, damit wir hier. Oh, war da was Grünes um die Ecke? Ich habe. Hatte eben irgendwie so das Gefühl, da wäre ein grüner Schatten gewesen. Kannst du bitte mal vorangehen, Katze? Einfach nur mal so. Naja, wir haben hier jetzt wieder. Wir haben hier jetzt wieder eine Rüstung am Start. Also insofern ganz so schlimm kann es nicht kommen, wenn es jetzt Bumm macht. Da geht es, glaube ich, auch noch runter. Da unten sieht was komisch aus. Ja, das ist einfach nur Shader und Wasser. Okay. Ach ja, Honky, dein... Honky, Horsti, dein Intro. Dein Kanal-Intro oder Video-Intro. Ah! Alter, jetzt erschreckt mich doch nicht so. Ihr Kackendreckviecher. Horsti, dein Intro, ne? Dieses Hip-Hop-Ding da, was so trappig klingt. Was ist das für ein Text, den du... Ich glaube, das bist du, der das da rappt, ne? Was ist das für ein Text? Das hört sich an wie I've got Lincoln on my pie, I've got Lincoln on my pie, okay, okay. Ich finde es sehr seltsam. Tut mir leid, ich mag gerne Songtext verstehen, auch wenn die Mucke garantiert nicht mein Fall ist, also Trap-Hip-Hop, kannst du mich mal am Abend mit besuchen. So, das machen wir mal aus. Ich habe die Schnauze voll jetzt davon. So, haben wir wieder einen Teil der Höhle erobert, der Mine erobert.
Und dann ging es hier noch runter. Nicht weit. Wieder so ein Stumpending. Okay. Okay, okay, okay. I've got Lincoln on my pie. Lincoln on my pie. Yo. Sorry. Ich bin ein Spötterhorsti. Kann ich nichts dafür. Ich bin schon so geboren, weißt du? Ups. Ja, das war dann mal dieses Spieltrag. Ich bringe euch Köder gleich, euch Tiere gleich in den Hauptraum. Ich bin so genervt von euch. Obwohl, ganz so schlimm ist es heute nicht. Ihr merkt vielleicht, ich bin heute irgendwie gar nicht so leicht nervbar. Bin ganz entspannt im Hier und Jetzt. So, dann. Ich will mal diesen Beifang hier oben raushauen. Das Holz holen wir uns natürlich auch noch alles raus. Extra, um diejenigen zu ärgern, die immer sagen, das ist so ineffizient. Wenn du einen Baum fällst, kriegst du viel mehr. Das kostet Werkzeuge. Natürlich tut es das. Macht aber auch Spaß, so eine Mine komplett zu wrecken. So. Und zum Angucken ist das Zeug ja nicht da. Dafür ist es nicht schön genug. So. Rest von Säulenhalle AD. Oh, da ist ja auch noch ein Gang. Naja, jetzt fällt das da alles runter. Haben wir denn hier noch irgendwie... Ja, wir haben noch Erdenbrudi. Okay. Mehr als ich eigentlich will. Ja. War das hier mit dem Spinnenspawner? Jo, der ist hier. Jo, jo. Ja, den nehmen wir uns zu irgendeiner Gelegenheit mal vor, wenn ich lebensmüde bin, dann können wir den gerne erlegen, den Spinnenspawner. So. Ja, Katze, geh mal da rein in den Spinnenspawner und mach die Viecher mal platt. So, hier geht's auch noch lang. Ach! Guck mal, was wir hier haben. Hier ist noch unsere alte... Unser alter Kram. Weißt du? Ach ja. Der alte gute Schutzraum. Hat uns lange, lange sehr, sehr gut gedient. Oh, ich packe hier erstmal alles irgendwie in loser Reihenfolge rein. Jo. Und Alter, die Schritte von den Viechern. Ja, finde ich lustig, dass man die jetzt nebeneinander setzen kann. So, ich brauche nicht mehr als ein Dirt. Das Zeug brauche ich gar nicht. Das Zeug brauche ich auch nicht. Das alles auch nicht. Ja, sind wir eigentlich wieder fit, ne? Mhm. Kann man machen. Miau. Weißt du, setz dich mal. Setz dich mal. Ja. Das hast du davon. Schieres Katzenviech. So. Ah, na, so schier ist es ja gar nicht. So. Oh, mein Kaffee wird kalt. Aber ich will mich hier noch nicht verabschieden. Es ist schon wieder 20 Minuten seit der Pause. Und 20 Minuten zieht der Kaffee da. Na, der wird eiskalt sein. Gibt's halt Eiskaffee, ist doch egal. Egal. Nein. Der Wendler hat hier Hausverbot. Genauso wie Oliver Pocher. Gott, finde ich den Typen peinlich. So, was war denn hier eigentlich? Hier hatte ich abgesperrt, weil ich Angst davor hatte. Wovor hatte ich denn hier Angst? Vor dem Creeper, der in der Säulenhalle steht.